Hallo und herzlich willkommen zurück. Hier ist wieder euer Commander am Start. Ja, dieses Mal begrüße ich euch mal wieder im Forschungsbaum. Denn wir haben ja letztes Mal, was haben wir gemacht? Desta, Advanced Flight Control haben wir erforscht. Mit den verschiedenen Sachen, also wie zum Beispiel hier Dings, Advanced Inland Stabilizer oder so. Was allerdings ein kleines Ding ist, das hat mich schon sehr, ja. Negativ hier bedingst. Und zum Beispiel ACS, wo wir dann auch mal einbauen. Definitiv, weil irgendwie größere Raketen scheinen immer irgendwie, ja, so zu sein, dass es dann immer irgendwie rumdönst, rumhängt und wackelt vor allem, ja. Als nächstes machen wir auf jeden Fall Landing wegen dem Escape Launch Ex Escape System und dem den richtigen Landing Struts, damit wir mal die ordentlichen Dinger haben. Und dann definitiv danach muss Electrics kommen, weil ich will einfach Photovoltaik anladen und die Illuminator haben. Also dann brauchen wir, wie viel brauchen wir dann? 180 brauchen wir dann wieder. Dann müssen wir wieder auf den Mond. Versuchen wir es. Lade ich mal die Nummer 4. Nummer 4. Die Tests. Die mit den neuen Spitzen und den. Was ist das? Dieses. Ach, ihr wisst schon. Einen neuen Länderkern haben wir auch. Wow. Versuchen wir es einfach mal ohne groß rumzureden, ja? Jetzt bin ich mal gespannt. Ist wahrscheinlich. Was ist denn das hier, hä? Blöde Scheiße. Haben wir wieder jemand nicht aufgepasst? Alles muss man selber machen. Safe. So. So. Bitte Gravitation, vielen Dank. So, jetzt bin ich gespannt, was dieses komische Scheißding da macht. Toggle-Torque. Okay. Reaction Wheels Running. Bin mal gespannt, was dieses etwas macht, weil es ist ein Advanced. Also besser muss es eigentlich das alte. Ja, hier ist schon das alte Scheißding. Das man zum Fenster rausschmeißen kann. Alter. Also mir gefallen auch diese Dinger nicht. Also das gefällt mir schon, aber wie das abgesprengt wird, da müssen wir unbedingt mal gucken. Oder die Dinger, also diese Sabertrons, oder wie der Dreck heißt, diese Separierer, dass wir die dann so wegschießen, nicht dass es dann irgendwie, dass sie zum Mond fahren wollen und dann. Aber die neuen Nosecones sind auch super. Sind die leichter? Müssen wir gleich mal nachschauen. Wenn das Ding gleich wieder explodiert, ich gucke nicht. Mal schauen, ob die auch leichter sind als die alten. Von anderen ist es echt interessant. Sind sie leichter, aber auch irgendwie so aerodynamisch. Besser. Weg damit. Woll. Ist mir scheißegal, dass da nur ganz viel Scheiß drin passieren will. Ja, willst nicht verarschen, Alter. Komm, wachs endlich, du Scheißding. Ich weiß auch nicht, wie Geschwindigkeit erstmal zugegeben.
das Ding scheint zu arbeiten. Wie sieht's denn mit dem Strom aus? Geht so. Sonst sieht man da nicht so, was ist hier so. Oh. Piss dich, Alter. Piss dich. Kannst zusammenstoßen, wie du willst. Mich nervst du nicht, Alter. Ist das jetzt falsch? Schön da bleiben. Aber das hört auf zu wackeln. Nett. Also so muss es sein. Ohne groß Bullshit. So. Lernen wir es einfach mal, oder machen wir es einfach mal so, wie wir es gelernt haben. Die Rakete auch einen besseren Reaktionspunkt. Ich glaube nämlich schon. Oh, das braucht ja ordentlich Energie, ist ja der Wahnsinn. Ist nicht gerade cool. So. Wenn wir auf 111 sind, oder machen wir es mal jetzt. Rennen wir jetzt einfach mal Richtung dieser Direction where we must go. Oder wie es heißt. Das ist nicht höher, sondern länger wird. Ja, das Raumschiff mag ich. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Landing Struts. Scheiße. Scheiße. Die Landing Struts sind ja dann auch schwerer. Ja, ja, es gibt so viele Abers und Wenns und. Also, ich glaube, als erstes sollten wir echt die Elektrik machen. Weil dann sehen wir, wie wir landen. Das ist, glaube ich, echt das Beste. Das wirklich den improven, bis es überhaupt nicht mehr geht. Dann auf den Mond fliegen. Alter, gib mal Gas, Mann. Sind ja nicht im Altenheim. Genau. Schon einfach, wo wir mit dem Gefährt wieder auf den Mond kommen. Sonst sieht es eigentlich ganz gut aus. Die erste Stufe ist weggebrutzelt. Ja. Naja, und falls ihr diese Folge heute seht und euch wundert, warum gestern eine gekommen ist. That was my failure. Ich hab's einfach nur vergessen, sorry Leute. Eigentlich ist danach, also heute immer. Nicht heute dann. Also ja, heute. Heute ist Montag, nur zur Orientierung, nicht, dass ich mal denke, hä? Was? Wie geht das? Ja, heute wäre eigentlich ETS dran, deswegen möchte ich mich hier bei meinen zwei Kollegen nochmal schnell entschuldigen, weil das war irgendwie ein klarer Fail at my side. Weil es ging mir tierisch auf den Sack irgendwie und Schule ist in letzter Zeit ziemlich kacke bei mir und ultra anstrengend. Deshalb habe ich mir gedacht, ey, ich vergesse es einfach mal, leidenschaftlich. Na, natürlich nicht, aber. Kacke, ne? Jetzt bist du plötzlich leer, oder was? Spacko.
ist denn das immer? Bin ich echt so ultra überfragt, ey. Stoppen wir mal. Stoppen wir mal, drehen wir mal eine Runde. Hey, da dürfte unser Satellit fliegen. Wo ist er denn? Wo ist denn unser Pups MK3 oder so? Ist das der? Was ist das? Hallo! Ist das der? Pups MK3? Satellite Number One. Ja, das dürfte Satellite Number One sein. Unser Vorzeigeprodukt im All. Also, wenn ihr irgendwas wollt, hier. Bei ihm müsst ihr es kaufen. Spaß. So. Also, versuchen wir es doch hier einfach mal. Sagst du hier was? Nope. Nope ist schon mal ganz schlecht. Sagst du hier was? Nope. Sagst du hier was? Sind sie hier? Alter. Nope. Schauen wir doch mal. Versuchen wir es doch einfach mal so. Ist zwar ultra scheiße, wenn wir das jetzt so machen. Ja, da geht's jetzt, oder was, du Scheißding? Wo ist denn die scheiß Sonnenseite? So dürfte das doch klappen, oder? Dann fliege ich vor dem Mond vorbei, zieh rum und bang. Passt es mir, scheißegal was passiert. Ist wahrscheinlich so ultra stromfressend, diese Scheißdinge. 5 Minuten, okay. Aber ich mache dann heute ein bisschen kürzer, nicht dass ich euch jetzt 2 Tage aufeinander diese scheiß Raketen hier ultra auf den Sack gehe. Ich will nur einen kleinen Halt setzen. Schaut mal Mittwoch. Kommt was Neues. Schauen wir mal. Es tut sich nichts. Passt.
Damit bin ich zufrieden. Treibstoff for days. Reicht noch locker. Nur zum Landen bräuchten wir die Stufe halt noch, ne? Schauen wir mal. Aber ich quicksave doppelt. Und sag deshalb tschüss, auf Wiedersehen. Ciao.